Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, mir wurde gerade vom Fraktionsvorsitzenden der CDU zugerufen, es sei schade, dass unser Kandidat nicht in der Stichwahl sei. Damit haben sich das Thema erledigt aus unserer Sicht. Meine Damen und Herren, das ist wahrscheinlich die Auffassung, wie sie hier die Regierung zutage bringt. Meine Damen und Herren, wenn wir etwas für richtig erachten, was medizinisch für notwendig erachten, dann stellen wir diese Anträge und machen sie nicht davon abhängig, ob Wahlkampf ist. Das ist, glaube ich, der Unterschied zur CDU und zu dem, wie ihre Minister sich gerieren. Und das lässt schon sehr tief blicken, dass wir quasi einen Antrag zurückziehen sollen, nur weil der Bürgermeisterwahlkampf vielleicht anders verläuft, als sich der eine oder andere hofft. Meine Damen und Herren, das ist schon bemerkenswert, insbesondere dann, wenn man weiß, dass der CDU-unterstützte Kandidat mittlerweile überhaupt dreimal angerufen hat, um Unterstützung für Stichwahl zu bitten. Also insofern lassen Sie uns mal lieber hier bei der Sache bleiben, bei der Sache sein, denn eine gute medizinische Versorgung als Säule für die Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, unstreitig. Genauso auch unstreitig, dass wirtschaftliche Kennzahlen hierbei Hintergrund treten müssen. Deswegen beantragen wir als BVB Freie Wähler die Errichtung eines Rettungshubschrauberstandortes in Neuruppin. Denn die Ruppiner Kliniken sind, auch das ist unstreitig, ein Schwerpunktversorger mit Relevanz weit über die Region hinaus. Die Stationierung der aktuell 5 Rettungshubschrauber im Land ist geografisch durchaus nachvollziehbar, aus unserer Sicht aber nicht ausreichend. Dabei spielt auch eine Rolle, dass der einzige Intensivtransport-Hubschrauber in Senftenberg stationiert ist und somit am äußersten Süden des Landes. Zur vollumfänglichen Abdeckung, aber auch unter Würdigung der Unfallträchtigkeit der Umgebung, also mit der A24 und der Versorgungskapazitäten innerhalb der Ruppiner Kliniken, werben wir für einen weiteren Standort in Neuruppin, unabhängig davon, ob, wann und wer dort zur Wahl antritt. Meine Damen und Herren, dabei gibt auch die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 804 genügend Anlass. So wird uns erklärt dort ganz ausführlich, dass ein Rettungshubschrauber nicht hilfsfristrelevant sei. Das mag in der Definition des Gesetzes und der Verordnung stimmen, aber dass er rettungsrelevant ist und somit auch zeitrelevant ist, ist ja wohl medizinisch unstreitig, denn er bedient zu ungefähr einem Viertel Primäreinsätze, sodass seine Bedeutung unstreitig gegeben ist. Die Position der Landesregierung, wonach eine Auslastung nicht gegeben sei und ein Rettungshubschrauber in Neuruppin anderen Standorten Konkurrenz mache, ist unter ethischen Gesichtspunkten nicht vertretbar. Die Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Auslastung müssen bei der Rettung von Menschenleben hinten anstehen. Ärzte weisen uns darauf hin, dass aufgrund des Personalmangels und der vorgeschriebenen Pausenzeiten es in den Sommermonaten zunehmend zu Außerdienststellungen von Luftrettungsmitteln kommt, obwohl der Bedarf deutlich steigt. Ärzte der Ruppiner Kliniken. Von einer Unterauslastung kann also nicht die Rede sein. Und der Intensivtransporthubschrauber, der auch nachts fliegen kann, ist leider im Äußersten nur einer, und zwar im äußersten Süden stationiert, sodass das natürlich für die Region ein Problem darstellt. Und meine Damen und Herren, dies in einer Pandemie natürlich erst recht. Erst am 4. November, vor einer Woche, hat die Gesundheitsministerin, in einem Rundschreiben an alle Krankenhäuser Informationen zu den notwendigen Rahmenbedingungen in der Krankenhausversorgung angesichts Covid-19 gegeben. In diesem Rundschreiben weist die Gesundheitsministerin darauf hin, dass im Rahmen der Aufnahmen bzw. der Verlegung von Corona-Patienten die zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung eine unterstützende Aufgabe übernommen habe. Also auch im Bereich der Sekundäreinsätze steigt in Ansehung einer Pandemie die Relevanz eines guten Rettungshubschrauber-Standortnetzwerkes, nicht unsere Worte, Worte der Ministerin, und gerade angesichts von Corona kann und darf daher hier nicht mit knallharten Wirtschaftskennzahlen argumentiert werden, zumal die Landesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage 804 auch einräumt, überhaupt keine Kostenbetrachtungen für den Rettungshubschrauber in Neuruppin gemacht zu haben. Deswegen glauben wir, dass in Zeiten einer Pandemie man gerade alle Möglichkeiten zur Verbesserung der medizinischen Versorgung ergreifen sollte. Hinzu kommt, dass die Notwendigkeit des Antrages widerlegende Zahlen es ja nicht gibt. Fragen zur präzisen Auswertung der Einsätze konnte die Landesregierung nicht beantworten. Konkrete Angaben hierzu liegen nicht vor, so die Mitteilung. Doch schauen wir uns die Planungsgrößen bei den Hilfsfristen an. Selbst wenn man die förmlich korrekte Definition der Landesregierung zugrunde legt, muss diese einräumen, dass der Zielerreichungsgrad in OPR bei nur 88,8% liegt. Auch das unabhängig von irgendwelchen Wahlen. Nun mag es sein, dass die letzten 11% teurer sind als die ersten 11%, aber das kann kein ethisches Kriterium
sein. Auch zu der Dauer der Prähospitalzeit liegen der Landesregierung, das ist kein Vorwurf, aber eine Feststellung, keine Erkenntnisse vor. Und nun stellt sich die Frage, wie man das gesundheitspolitisch bewertet. Man kann es machen wie der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, der noch bevor die Antwort auf die Kleine Anfrage verschickt war, bereits die ablehnende Haltung der Landesregierung mitgeteilt bekam, auf welchem Wege auch immer. In einem Rundschreiben an alle Kreistagsabgeordneten beschuldigte sodann der SPD-Landrat Reinhardt uns als BVB Freie Wähler, dass unsere Kleine Anfrage zu der Ablehnung des Gesundheitsministeriums geführt habe. Hierzu der Landrat in seiner amtlichen Mitteilung. Zitat: Ursache für die jetzige Entscheidung, also die negative Entscheidung, ist eine parlamentarische Anfrage von einer Landtagsfraktion, die den Entscheidungsprozess nunmehr zeitlich forciert hatte. Bedauerlicherweise waren wir dadurch nicht mehr in der Lage, die Zusammenhänge mit den Aufgaben des Schwerpunktversorgungskrankenhauses Neuruppin mit dem Ministerium vertiefend final zu erörtern. Also unsere Anfrage führt dazu, dass er nicht mehr mit der Ministerin verhandeln konnte. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Ostprignitz-Ruppin und auch Kandidat für den Landtag, Wolfgang Frese, äußerte sich in der Märkischen Oder-Zeitung vom 24. Oktober ebenso und beschuldigte BVB Freie Wähler, dass wir durch unsere Anfrage die Ablehnung provoziert hätten. Meine Damen und Herren, diese Entgleisung, die die Wahrnehmung verfassungsmäßiger Rechte durch die demokratische Opposition verunmöglichen soll, wirft ein besorgniserregendes Licht auf die Sichtweise und Befassung mit diesem Thema. Ich möchte diese Feststellungen vorne anstellen für jene, die uns vielleicht im Laufe der Debatte darüber belehren wollen, dass man sich doch bitte sachlich vor Ort mit dem Thema auseinandersetzen soll. Wie Ihre Parteikollegen das sachlich vor Ort tun, haben wir, glaube ich, hier eindrücklich gehört. Meine Damen und Herren, eine Richtigstellung seitens der Protagonisten ist seitens des Landrates dürftig, seitens des grünen Experten gar nicht erfolgt. Doch, meine Damen und Herren, dadurch lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wir stellen fest, dass es in Ostprignitz-Ruppin unabhängig von der Wahl überparteilicher Wille ist. Wir stellen fest, dass sich die verschärfende Pandemielage dass die auch Maßnahmen erfordert. Und wir stellen fest, dass es keine medizinisch belastbaren Zahlen gibt, die gegen einen Rettungshubschrauber sprechen, und dass das medizinische Personal vor Ort ihn fordert. Und nun stellt sich die Frage, was tut man im Zweifel? Im Zweifel weniger oder mehr Ressourcen aufwenden? Wir plädieren für mehr. Und Frau Kniestedt hat dann die Möglichkeit, ganz tapfer sich nicht zu enthalten, sondern dem Antrag auch zuzustimmen. Wenn ihr das so wehtut, sollte das ihr leicht fallen. Vielen Dank.